Trikot. Mhm. Bringt den Fuß wieder nur an den Spieler. Jetzt aber mit, ich würde noch mit ein bisschen Zug machen. Wir haben einen direkten Schuss und eine riesige Traumkiste. Oben rechts ins Eckli. Keine Chance für den Justin Hammer. Ein riesiger Strahl. Ja, da bleibt eigentlich nichts anderes übrig als. Ich muss sagen, es ist ein schönes Putz. Ich bin sprachlos, kann es nicht anders sagen. GC hat eigentlich nicht schlecht angefangen. Und jetzt ein riesiger Faden, ein Sonntagsschuss, wie man es aus dem Bilderbuch kennt. Geht unter die Latte, Justin Hammer, keine Chance. Der hat wahrscheinlich keinen Goalie der Welt. Jetzt in 3 gegen 2 Situation. Oh, und dann wunderschön. Nein, das war also Böller. Und dann, ja, wenn er jetzt sehr viel. Gelb. Rot! Ja, ich glaube, also, er hat Böller gespielt. Und eine Notbremse ist das wohl nicht unbedingt sein, aber. Der Spieler wäre allein aufs Goal drauf, aber ich bin der Meinung, er hat den Böller getroffen. Und er hat noch mal einen gehabt. Neben dran. Der Morandi ein bisschen vor dem Apels. Dann sieht der Morandi dann doch noch den Apels und der könnte die Flanke. Macht das auch, Flanke. Kommt in 6 und tatsächlich Francis Mobo ganz allein und dann verpasst er den Böller. Nein, dann hast du so. Dann hast du wirklich mal eine Chance und dann haut er irgendwie den Böller über den Böller und so weiterhin über da 1 GC 0. Ja, die müsstest du machen. Also. Der Slider, der köpft ihn richtig angehen, der bleibt bei Morandi hängen. Ja, geht's bei den Böllen, schöner Ball in die Mitte, Pass geschickt! Ja! Das ganz weiss! So! Hoffnung keimt auf da im Stadio Municipal. Wo geht's denn da nach einem Eckball? Wirklich, das 1-2 schiebt Fans im Hintergrund am Ausrasten, Fackeln am Zünden, alle auf dem Haag. Ja, so schnell können Emotionen. Kopfballduell gegen. Wow. Oh, jetzt aber. 3 gegen 2. Ich habe noch Glück. Jetzt über die linke Seite kann noch mit, läuft und läuft, läuft 110 denke und hat schon hinten in der Mitte. Tatsächlich, da kommt Iber da am Böllen, zieht ab. Und dann ist 2-1. Ja, da ist es jetzt sehr schnell gegangen, GC auskontert und dann. Ist es der Alves, der hier den Treffer markiert in der 54. Minute? Ja, so schnell kann es gehen, das Glück ist wieder vorbei. Somit über da 2 GC 1. Ja, da hat man wieder nicht sehr gut ausgesehen. Man hat da probiert, zu aggressiv den Führungstreffer vielleicht zu suchen. Ist mit zu vielen Leuten offensiv gewesen. Kontrolle bringen. Hans moniert auch noch. Böhle kommt aus der zweiten Hälfte und jetzt Penalti. Ist 11 Meter. Ja, aber es war klar, da der Florian hat schon angeschossen. Und dann kommt dann der die Hand über und dann CSPD gegen Hammel. Er läuft an. Ja, verwandelt. Über da 3 GC 1 in linken Ecke. Der Hammel hat die Ecke gehabt. Wahrscheinlich ist es auf der Gläscher gestanden. Aber ist dann da leider zu scharf, zu präzise. Ja, das ist eigentlich ein perfekt geschossener Elfer. Ja. Und somit also 2 Längen hinten da im Stad Municipal. Bradley Fink wird sich als nächstes. Sucht Flanke. Ah, schön. Sieht rechts die Abels, der Holländer mit Platz. Könnte auf der Zeit Dinge ablegen. Oh. Pascal Schöpf im 6. Nein, Pascal Schöpf! Das könnte Offside sein. Nein, aber der Schiedsrichter nimmt sie nicht. Aber es geht. Ja, wir hoffen nicht, aber. Es könnte wahr. Der Pascal Schöpf doppelpackt hier im Wattland. 62. Spielminute. Wunderschön rausgespielt. Wunderschön rausgespielt. Ich habe noch ein bisschen Angst vor dem Offside. Aber ich möchte hier jetzt nicht zu negativ sein. Schreiben es schon mal auf. Wir schreiben jetzt als Goal auf 3-2 nach 63. Jetzt. Ja, dann ist Abpfiff. 95 Minuten durch. Iber da 3, GC 2, eine weitere Pleite.